Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mittelerde, Schatten des Krieges. Beim letzten Mal haben wir wieder ein paar Sachen gesammelt und die letzte Erinnerung Kankras gesehen unter anderem. Und dieses Mal, würde ich hier oben mit der Festung aufräumen, da alles einsammeln und dann, noch hier diese eine Mission abschließen. Gorgoroth ist nicht gerade groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich da oben zu Fuß hinlaufen wahrscheinlich. Okay, da kann ich leider nicht drüber hüpfen. Swoop. Sorry. Da vorne ist ein Hauptmann irgendwo. Muss nur finden. Da. Ur-Hakon. Ur-Hakon Kriegskoloss. Ich steige schon mal ein bisschen meine Zornesleiste. Damit ich besser gegen ihn kämpfen kann. Hallo. So, in den Bauch. Lol. So, zack. Zack, ins Kreuz. Du wirst knien. Wow. Du wirst dem hellen Herrscher dienen. Nice. Ich schwöre dir Treue. Dann spionier mal deinen Herrn aus. Wie du befiehlst. Du darfst gehen. So. Hier haben wir dann eine Gondor-Mission. Wäre eigentlich nicht doof, die zu machen, ne? Ja, komm, dann machen wir die Mission nach Gorgoroth. Wir müssen Baranor finden, bevor es zu spät ist. Er ist ein Köder, Talion. Und er wird leben, bis wir kommen. Zack. So. Lebensjuwel und Mission. Nach Gorgoroth. So viel Tod. Der Tod wäre diesen Menschen eine Gnade. Der Zweck dieses Lagers ist die Folter. Ich höre die Trommeln in der Ferne. Rette die Gondoraner. 9 Leute. Oh, zack. Ich weiß nicht, warum wir mit dem hier den ganzen Weg nach Lugburz kommen mussten. Zeit für meine Füße. Befehle sind Befehle. Wenn er uns zu dem Rest dieser Ratten führt, ist es das wert. Warum? Warum sie nicht abmurksen, wo man sie findet? Zack. Vorne ist das Juwel, das ich sehe und haben will.
Warte. Ich rieche etwas. Ja, und ich spüre etwas. Spürst du es auch, Mr. Krabs? Ah, da ist noch einer. Zack, befreie Baranor da vorne. So. So, ein paar von euch gehören jetzt bei mir. So, du wirst verdroschen. So, Swoop. Weißt du, was ich an dir mag? Wenn du einfach so in unser Folterlager spazierst? Du bist konsequent. Konsequent dämlich. Schon klar, aber konsequent. Ja, finde ich auch. Ich weiß, ein Loch in dich durch das Karagor springen könnten. Steht auf, Männer des Westens! Zack. So, du gehorchst mir. Du bist mein. Du wirst mir dienen. Ich diene, heller Herrscher. Herrscher. Spiel mir mal deinen Herrn aus. Wie du wünschst. Wo ist eine andere von euch? Da. Auf die Knie. Ja, so ist gut. Wende dich von deinem Herrn ab und diene mir. Ich werde für dich erobern. Erobern brauchst du nicht, nur spionieren. Verstanden. Spionieren ist gut. Scheiß auf die Gondorana. Du bist verwundet. Keine Sorge. Du hast uns gerettet. Schon wieder. Du hattest recht. In Mordor zu bleiben ist unser Untergang. Doch ich kann nicht gehen. Milady. Dann sterben wir gemeinsam. Errungenschaft für Gondor. Neue Fähigkeit Eisenwächter. Okay. Nicht verfügbar. Okay. Ich kann meinen Gefolgsmann nicht zurückschicken. Schade. Da ist ein Hauptmann. Auf meinem Weg nach Osten in dem Gebiet hier nehme ich mir den Hauptmann da drüben auch noch mit. Ah, Scheiße.
Das Gift habe ich extra für dich gemischt. Hier werde ich doch. Zack. Zack. Was kannst du mir sagen? Kugamaden ist anfällig gegenüber Schleichtodesstößen. Das ist doch eine gute Information. Du bist Kuga, ne? Ja. So, erstmal alles wegsprengen. Wie mit dem Defibrillator. Alle weg. Und zack. Oh, wow. Den habe ich ja krass umgelegt. Den habe ich ja richtig krass umgelegt. Das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel. Aber gut. Nee, Escape, da wollte ich ihn schauen. Wer wird von meinen Leuten ausspioniert? Ihr spioniert den hier oben aus. Okay, das ist tatsächlich der, der mir am nächsten ist. Ihr habt ein bisschen was bei euch. Muss ich hier überhaupt durch die Höhle durch? Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn ich... Doch. Ich glaube, das ist gar nicht der Weg, den ich gehen muss. Zack, zack. Was habt ihr bei euch? Ja, auch nur Geld wieder. Schade. Ich will was anderes als Geld. Ich will Glyphen. Zack. Mit dem Geld kann ich tendenziell eher nichts anfangen. Mit diesen Glyphen kann ich ja schon mal deutlich mehr anfangen. Verrat. Aha! Du musst einen Wahnsinnsausblick haben. Du kannst deinen Tod kommen sehen. Du stirbst, Herr. Jawohl. Wende Hals. Tod wird verletzt. Nein, nicht runter hier. Kann ich dich beherrschen? So einflussreich. Ja, gut. Stimmt. Stimmt. Du warst ja so einflussreich. Ja, da muss ich dir halt den Kopf schießen. Wurde getötet. Feuerschützen wurden aus der Hauptfestung des Gebiets entfernt. Gund, der Machthungrige. Alles klar. So, was habe ich als nächstes hier? Hier ist auch noch ein Hoppen. Urus töten, um getroffen zu werden. Oh Gott. Kann ich ja gleich knicken.
Da, X. Ur-Eddin. Zack, zack, zack. Was? Ich bin tot? Ich messer dich. Au. Ich sterbe für deine Arroganz. Lass das Gehüpfe. Oh, ich muss einen eingefrorenen Hauptmann töten. Na gut. Dich rekrutiere ich. Ich gehöre dir, heller Herrscher. Na dann, geh hinfort. Natürlich. Was haben wir hier? Außenposten Nakshul. Ah, komm zum Abschluss der Folge. Ja, da sind wir doch schon mal richtig. Luga, Flammen. Oh nee! Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Für die Wilden von Luga, Flammen des Krieges. Uderli. Ja, mein kleines Uderli. Wer bist du denn? Urgram. Urgram, der Gefräßige. Ja, ist ja herrlich. Machen wir mal so. Na komm, ich zünd euch andere erstmal an. Arschloch. Zack. Komm zu mir. Ich diene dir jetzt. Finde ich gut. Ich mach das. Gut, dann hole ich mir in dieser Folge nicht mehr den Außenposten, sondern da diesen Ork. Nee, was ist du? Was war er? Ich glaube, da hat sich etwas Ja, auf jeden Fall ihn. Gut, damit soll es aber wieder gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.